Es ist heute ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Heute kann sich keiner eine Niederlage leisten, sonst wird's eng. Wir zeigen es Ihnen jetzt bei EA Sports. Vierbeinigen Fans unsere Farben tragen können. Vielen Dank. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen, das spricht für seine Form, für seine Torgefährlichkeit. Sie müssen höllisch auf ihn aufpassen. Jetzt kann es losgehen. Viel Spaß. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Könnte jetzt was werden. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Zu hoch, da kommen sie nicht dran. Da kommt die Hereingabe. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Der war gar nichts. Das Rennen um die Playoff-Plätze geht in die entscheidende Phase. Und für beide Teams muss es heute darum gehen, einen Dreier einzufahren. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Guter Vorstoß da jetzt. Da ist die Hereingabe. Ja, gute Möglichkeit. Da sind sie nicht nah genug dran. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Wird Ecke geben. Ecke kommt in die Mitte. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da steht die Abwehr sicher. Wird das seine Torchance? Klasse Pass jetzt. Die Chance jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Gut gesehen, das war abseits. Vorne der Ball gewinnen. Jetzt ist es gefährlich. Chance zur Führung. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was denkt er sich aus? Wie reagiert er auf den Rückstand? Es ist natürlich schon frustrierend, so ein Tor kassieren zu müssen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen.
Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Joel. Ja, geht gut dazwischen. Klasse Pass. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Da können sie klären. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Ecke kommt. Da zieht er ab. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Sylvain Gonvola. Ganz energischer Einsatz. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Robert Tesche. Joel. Der Ballverlust. Macht er gut. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Werden. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Robert Tesche. Joel. Da ist der Ball weg. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Könnte der Ausgleich werden. Das macht er stark. Sie üben schon früh Druck aus. Das könnte gefährlich werden. Sie machen das Tor. Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh draufgegangen, früh gestört. Klasse Aktion. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Eins, eins. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Joel. De Carli. Robert Tesche. Das könnte was werden. Immer wieder dieses flüssige Passspiel. Guter Pass jetzt. Sieht gefährlich aus. Wichtig, dass er da klärt. Ja, schwacher Ball hier. Sehr guter Einsatz. Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Das könnte die Chance werden. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat.
Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Ballverlust. Super gemacht, gute Verteidigung. Das wird Abschluss geben jetzt. Gamboa. Joel. Blum. Robert Tesche. Jetzt hatten sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Sie holen sich den Ballbesitz. Super Pass. Klasse gespielt, guter Steilpass. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Jetzt kommt der Wechsel. Sie verlieren den Ball. Da ist die Balleroberung. Ball im Aus, klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Das macht er gut. Da kommt die Hereingabe. Fast hätte er den bekommen. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Spielerwechsel beim VfL Bochum. Und jetzt kommen frische Spieler. Beide Mannschaften werden auswechseln. Nummer 17, Danny Blum. Neu im Spiel, die Nummer 14, Tom Weiland. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt die Flanke. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Da ist die Flanke. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Das könnte eine Gelegenheit werden. Hereingabe jetzt. Ball kommt nicht durch. Abwehr ist da. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Die Ecke kommt. Diese Führung eigentlich keine große Überraschung. Nein, das ist der beste Sturm der Liga. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive.
Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Ist das schon Ergebnissicherung? Es wird jetzt eine Auswechslung geben. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Fairer Einsatz hier. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Kann er was draus machen? Ja, geht gut dazwischen. Da kommt er raus und hält den Ball. Joel. Ja, mit viel Übersicht. So, Gefahr ist erstmal bereinigt. Ganz sicher geklärt. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Ganz alleine. Der Ball geht an den Pfosten. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann ist es einfach nur noch ganz viel Gefühl. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Tom Weiland. Gamboa. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Da kommt der Schuss. Was für eine Chance. Und dann knallt der Ball ans Aluminium. Da haben wir das bis hier oben scheppern hören. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, energischer Vorstoß. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Und irgendwie hält er ihn. Gibt es doch noch einen Sieger. 5 Minuten haben die Teams noch. Was macht er draus? Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Die Fans pushen sie noch mal nach vorne. Die wollen den Siegtreffer. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Ob hier noch ein Tor fällt? Lange zu spielen ist nicht mehr und es steht unentschieden. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Könnte sein, dass der Spieler, der da am Boden liegt, sich eine Muskelverletzung zugezogen hat. Sie kommen über den Flügel. Jetzt könnte er flanken. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. So, das war's. Es bleibt hier beim Unentschieden. Tja, es ist also ein Remis geworden. Sie holen einen Punkt. Und ich finde das Ergebnis vom Spielverlauf her vollkommen in Ordnung. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen.
Ganz wichtiger Mann heute bei diesem Remis, das Ausgleichstor. Da ist die Hereingabe.